Heute spielen wir nur zur Entspannung Klavier. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Franz Titsche von Klavierspiel.com. Nehmen wir mal an, du hattest einen arbeitsreichen Tag, du kommst nach Hause, du bist müde und hast nicht mehr so viel Lust, richtig zu üben, du magst deinen Kopf nicht mehr anstrengen, du möchtest eigentlich nur noch entspannen. Was kannst du in so einer Situation tun? Ich habe früher immer improvisiert, das heißt, ich habe mich ans Klavier gesetzt und einfach gespielt. Jetzt wirst du vielleicht denken, das kann ich doch gar nicht, das geht nicht und so weiter. Ich sage dir doch, das funktioniert. Ich zeige dir jetzt, wie du mit ganz einfachen Mitteln tatsächlich improvisieren kannst. Und schau es dir mal an, probier es mal aus. Das klingt richtig gut. Wir spielen nur auf den schwarzen Tasten. Mit der linken Hand spielst du Fis, Cis, Gis, nimmst es gleich ins Pedal. Es gibt eine schöne Klangfläche, das ist unsere Begleitung. Lass die Töne lang klingen. Du kannst natürlich auch viel langsamer spielen. Und ganz frei im Rhythmus. Und dann spielst du mit der rechten Hand was dazu. Schwarze Tasten. Teste immer auch die Lautstärke, also experimentiere, spiel laut, spiel leise. Wenn dir das zu langweilig wird, kannst du den Akkord wechseln. Dann nehmen wir hier Dis, Eis, Fis unten noch dazu als zweiten Akkord. Habe ich mal eine weiße probiert, die klingt auch gut. Warum geht die auch gut? Die passt einfach in die Tonleiter. Es geht noch eine, das H kannst du auch noch probieren. Dann hast du die vollständige Tonleiter. Der entscheidende Trick beim Improvisieren ist, begrenze deinen Tonvorrat, begrenze deine Möglichkeiten. Wir haben jetzt nur schwarze Tasten benutzt. Du hast gemerkt, die schwarzen Tasten klingen immer gut. Du kannst da nichts verkehrt machen. Fang mit ganz wenigen Tönen an. Nach und nach kannst du mehr spielen.
Je nachdem, wie weit du schon bist, du kannst also das Improvisieren ganz individuell an deinen Stand anpassen. Wenn du zum Beispiel noch Schwierigkeiten mit diesen großen Griffen hast, also diesen Dreiergriff mit drei Tönen, dann spielst du nur die untere Note oder die untere und die Quint. Probier es aus, das funktioniert hervorragend. Weitere Improvisationsvideos findest du in meinem Klavierkurs. Klick auf diesen Link und schau dir den mal an. Ich finde Improvisation sehr, sehr wichtig. Das Improvisieren macht dich frei und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und nach so einem arbeitsreichen Tag kannst du dabei wunderbar entspannen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg. Vergiss den Daumen nach oben nicht, Kommentar hier unten. Bis zum nächsten Mal, dein Klavierlehrer Franz Titscher aus München.